das auch gedacht. Keine Komplikation. Lade alle 8 gefälschten E-Mails hoch. Der Einbruch soll aussehen wie der Job eines Insiders. Genau. Wer sich das durchlesen wollte, ne? Die E-Mails einfach mal zurückspulen und dann einfach mal Pause drücken, ne? Und ja, dann könnt ihr es in Ruhe durchlesen. So, wie kriege ich jetzt diese Kamera ran? Ich versuch mal lieber von hier die auszumachen. Genau, so, perfekt. Hab sie dran. Und schnell hier raus. So. Gut, dann gehen wir mal weiter hier. Lalalalalala. Oh, wow. Da ist eine Kamera. Boah. Hab grad noch das Dingens gehört. Dieses Düing, Düing. Gerade noch so, Alter. So, da hoch mal eben. Zack, zack, zack. Fischer, ich habe hier einen Arbeitsauftrag vorliegen, den die Bank bei ihrer Versicherungsgesellschaft eingereicht hat. Darin steht, dass die Kuppelfenster über der Lobby magnetisch verschlossen sind. Suche hier oben nach einem Trennschalter oder einem Verteilerkasten, mit dem sich die Schlösser deaktivieren lassen. Gut. Jetzt habe ich mal eben die Tür aufgebrochen, weil hier war ja eh kein Schwein. Gute Arbeit, Sam. Die Magnetschlösser an den Fenstern sind deaktiviert. Hey, warte. Eine Spannungsspitze. Die Lobby. Sieht so aus, als sei gerade ein Lasernetz aktiviert worden. Laser? Laser sind doch sowas von... 90er Jahre? Ich wollte gerade 70er sagen. Könntest du bitte damit aufhören, mir das Gefühl zu geben, dass ich alt bin? Ich habe schlechte Nachrichten für dich, Sam. Du bist alt. Oh. Fischer, hier ist unser Berater für Fachfragen. Er wird mit dir die einzelnen Schritte durchgehen, die zum Öffnen des Tresorraums nötig sind. Habe ein wenig Geduld mit ihm. Oh, er ist einer von diesen... Richtig. Hallo? Ist dieses Ding überhaupt an? Es ist an. Ich bin hier. Wurden Sie über alles informiert? Wen interessiert? Hören Sie zu. Das ist ein Mason Wells 88. Oh. Jeder von Ihnen ist einzigartig. Wenn Sie diesem Baby unter den Rock schauen wollen, als erstes müssen Sie die Autorisierung für das Öffnen des Tresors erlangen. Und wie mache ich das? Der Bankdirektor und der Schatzmeister werden jeder ein Autorisierungsschloss in ihrem Büro haben. Ein weiteres wird sich im Sicherheitsbüro befinden. Sie müssen alle 3 deaktivieren. Okay. Okay, dann verhören wir mal diesen Typen, der da richtig schön abgeschlafen hat. Bitte sehr. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Psst, leise. Ich bin nur hier, um diesen Laden auszurauben. Die Kassenschalter. In jedem bleiben über Nacht 1000 Balboas. Das Kleingeld interessiert mich nicht. Sie werden den Haupttresor niemals aufbrechen. Den bekommt niemand auf. Dann hast du hoffentlich nichts dagegen, wenn ich mein Glück trotzdem versuche. Nein, natürlich. Sie sind der Boss. Was immer Sie sagen. Wie kannst du mir bei der Sache helfen? Der Retina-Scanner. Ich kann ihn aktivieren. Das ist sehr freundlich von dir. So. Viel Glück mit dem Tresor. Ja, danke, danke. Das Gold ist schwer. Sie werden nicht viel tragen können. Ja, kannst mir helfen, oder? Wie schaut's aus, hä? Das Gold ist... Ah, okay, dann nicht. Ich wollte eigentlich jetzt gerade diesen Typen für dieses Teil benutzen, wegen den können wir da ranklatschen und dann brauche ich das nicht hacken. Jetzt muss ich das hacken. Oh, doll. Oh Mann, habe ich total verpeilt. Egal. Dann hacken wir eben das schnell hier. Zack, wurde gehackt. So schnell ging es. Da ist ein Typ, der geht wohin? Wartet der jetzt? Ich versuche es jetzt einfach. Ich hoffe, der wartet ja jetzt. Da ist eine Kamera. Oh, ganz bestimmt. Die Qualität der Uniformen ist vorbildlich. Sie gehen einfach nicht kaputt. Nun, in ihnen ist es etwa 5 Grad heißer als in den alten Uniformen. Sie wiegen fast ein halbes Pfund mehr und atmen überhaupt nicht. Aber dafür kratzen sie wie die Hölle. Das klingt für mich nicht nach einer cleveren Geschäftsstrategie. Warum sollten die Amerikaner das tun? Vom geschäftlichen Standpunkt ist das eine Katastrophe. Aber
aber denk doch mal über Folgendes nach. Egal, lassen wir mal die labern. Ich versuche jetzt einfach mal lautlos die Tür, sag ich schon, das Licht jetzt kaputt zu machen. Okay, die haben es nicht gemerkt. Perfekt. Das ist schon mal ein Supi. Jetzt können wir gerne wieder die Tür aufmachen. Alter, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Geh weg, geh weg. Das ist meiner. Weg. Alter. Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Ah. Okay, sehr witzig, Tayo. Hey, au. Ich bin nicht Tayo. Ich war? Oh nein. Nur die Ruhe. Erzähl mir was Interessantes. Ich sehe die Sicherheitskameras. Das System ist zentralisiert. Es gibt einen Hauptkameraraum. Von dort aus können Sie auf die Kameras zugreifen. Wo ist er? Erste Etage. Ah, schön. Ich habe Ihnen das mit dem Kameraraum gesagt. Ja. Hier ist nichts. Ich habe Ihnen das mit dem Kameraraum gesagt. Ja. Ich habe Ihnen. Okay, Schallplatte und so. Was macht denn der jetzt da? Schön mit rein. Bleibst du stehen? What the fuck? Alter. Sag mal, wie hat er mich denn gesehen? Ich habe ihn nicht mal berührt, die Sau. Jetzt kann ich nicht mal die Tür zumachen. Guck mal. Hängt davor, ey, die Sau. Körper nehmen und wegtragen. Viel Spaß da drauf. So. Diese Sau habe ich mich gerade erschrocken. Alter. Ich dachte, den könnte ich auch so super überwältigen und nö, ist nicht. So, den Computer benutzen wir mal eben und hacken. Zack. Komm. Das und das ebenfalls. So. Da ist nix. Einfach mal pausieren und so und dann durchlesen, wer will und wer will, wer hat noch nicht. Einfach mal durchlesen und so, ihr wisst ja Bescheid. So. Und weiter geht es. Deck wechseln? Oder was? Egal. Ich mach mal eben hier nochmal. Ein Fall, da drin Licht ist. Jupp, da ist tolles Licht drin. Da ist ein Medikasten und so sehen wir aus. Ha. Okay, ich kann es auch von sehen. Da sehen. Ho. Egal. So, wo kommen wir da hin? Ist da wer vielleicht? Hallo? Sieht sauber aus. Da ist jemand. Da. Vor dir scheinen weitere Laser zu sein. Das ganze Gebäude wimmelt nur so von Photonen. Da ist eine Wache, die hier ohne weitere Probleme herumspaziert. Möglicherweise trägt er irgendeine Art von Signalgeber bei sich. Geh nah an ihn heran, vielleicht kannst du in seinem elektronischen Schatten bleiben. Zack, Charakter überwältigen und verhören mal. Gefällt mir, wie du das mit den Lasern machst. Das Lasernetz, das reagiert auf irgendein Signal von einem Transmitter, der in meine Uniform eingenäht ist. Her mit dem Transmitter. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich schwöre, er ist irgendwo in die Uniform genäht. Das sind aber wirklich schlechte Neuigkeiten. Ich muss an den Lasern vorbei. Und da ich dich nicht ausziehen will, werde ich wohl deinen Körper mit mir rumschleppen müssen. Meinen Körper? Sie meinen doch hoffentlich bewusstlosen Körper. Mir wäre beides recht. Oh oh. Sie wären besser dran, wenn Sie mir einfach gefolgt wären. Jetzt müssen Sie mich mit sich herumschleppen. Ja, mach ich doch gerne. Sie wären besser dran, wenn Sie mir einfach gefolgt wären. Ach Quatsch. Jetzt müssen Sie mich mit sich herumschleppen. Quatsch, können wir an den PC hier? Ich glaube schon, ne? So, dann betäuben wir mal eben den Typen. So. Und gehen an den tollen PC heran. Vielleicht können wir das ja auch ausschalten hier, das Laser. Wäre super toll. Ne. Können wir leider nicht ausschalten. So. Körper wieder nehmen. Zack, Huckepack. Und weiter geht es. So, jetzt hier lang. Na, wie schaut's da aus? Da wäre der nächste. Wohin geht der bitte jetzt? Geht der jetzt ganz weit weg oder wohin geht der? Wegen dann kann ich ja den Körper mitnehmen einfach. Wenn er am Arsch der Welt
Okay, er geht am Arsch der Welt hin. Dann kommen wir wieder her. Ja, Huckepack und so. Ja. Ist er weg? Ja. Schaut so aus. Dann wollen wir mal. Oh oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Der ist auf jeden Fall noch da. Wing hat gerade gefragt, was war das? Hey, wo ist der denn bitte? Hä? Will er mich verarschen? Das Licht nervt gerade mich ein bisschen. Da ist er doch. Ach Mensch, dann komm mal wieder her. Mann. So. Und... Zack. Jawohl. So, den nehmen wir uns mal eben mit. Obwohl, nee, betäuben. Und den auf den Arm nehmen. So, komm hoch. Zack. Und zack. Und weiter geht's. Mann, Mann, Mann. Das nervt ziemlich, dass ich die jetzt mit mir herumtragen muss. Oder ist da überhaupt auch so ein Laser? Ne, ist kein Laser, gar nicht, oder? Denn hier. So, wie schaut's jetzt hier aus? Ha. Ne Kamera sehe ich nicht. Boah, ich dachte schon, die Tür geht jetzt von alleine auf und keiner ist da. Ich würde schon sagen, what the fuck? Hier überall dunkel? Ja. Hier ist überall dunkel. So. Ich höre auf jeden Fall irgendwo eine Kamera. Egal.